Ja, wieder mal eine neue Woche, ein neuer Tag bei Selbstvorsorge Alltag in Ungarn. Ja, es regnet mal. Ja, das haben wir in der letzten Zeit jetzt immer wieder mal Regen. Ja, ist mal für den Boden gut, ist wirklich mal optimal. Also immer nur das trockene Wetter. Aber bei uns sind die ersten Probleme aufgetaucht. Ja. Okay, ja, über das Wetter jetzt. Ja. Ist zwar immer mal schönes Wetter, aber immer wieder mal Regen dazwischen. Ja. Und jetzt nächste Woche, wir haben jetzt heute da 26. Oktober. Ja. Normalerweise wäre heute ein Film rausgekommen vom 11. Oktober. Ja, ist aber leider nicht möglich, dass ich das mache. Es fängt gut an zu regnen. Man hört es. Ja. Ja, und damit haben wir unser erstes größeres Problem. Ja, ab nächste Woche wird wieder besseres Wetter. Ab Sonntag wird schon wieder besseres Wetter. Temperaturen sind immerhin noch im Moment noch an die 20, etwas über 20. Und ab nächste Woche gehen die Temperaturen etwas runter auf 18 bis 17 Grad. Aber das ist immer noch zu Ende Oktober eine schöne, ordentliche Temperatur. Ja, und ab Sonntag wird das Wetter auch wieder schöner. Ja, okay. Die Katzen haben sich hier alle nach drinnen verlegt. Die wollen hier nicht raus und sagen, bei dem Regenwetter, dann geht es nach drinnen. Wir gehen doch jetzt mal rein, denn es wird ungemütlich. Ja. Ja, auch in Ungarn regnet es mal. So, jetzt habe ich mir hier einen schönen Platz ausgesucht. So, machen wir hier noch ein Licht an, damit das hier ein bisschen heller ist hier. So, ja. Ja, warum kommt heute dieser Film nicht raus? Ja, weil wir ein Stromproblem haben. Das ist die ganze Lösung. Ich habe aus Versehen hier in der Nähe der Batterie, ja, sicher bin ich mal nicht. Ich hatte einen neuen Schraubenschlüssel gekauft und den habe ich neben der Batterie abgelegt. Es kann sein, dass dieser Schraubenschlüssel noch irgendwie geladen war. Das hier zu einem Kurzschluss geführt hat, dass die Batterie sich runtergefahren hat. Ja. Das vermute ich jetzt. Sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber es könnte sein, dass das passiert ist. Ja, und dann hat man natürlich, wenn so ein Wetter ist wie jetzt draußen, ja, ein Problem mit dem Strom. Wie kriege ich die Batterie wieder hoch? Denn man sollte die Batterie jetzt nicht auf längere Zeit auf Null stehen lassen. Denn dann kann es passieren, dass eine Tiefenentladung eintritt. Die Batterie wird immer weiter tiefer runtergefahren und dann tritt ein Zellschutz ein und dann lässt sich die Batterie nicht mehr aufladen. Ja, dann gibt es noch ein ganz anderes Problem. Kann man die Batterie, ich glaube, kann man einschicken oder ist nicht mehr, ob sie reparierbar ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Jetzt kann man aber das gute Stück hier im Auto aufladen, über einen Zigarettenanzünder. Das funktioniert wunderbar. Die lädt dann mit 110 Watt lädt die auf und man kommt auch da wieder auf eine anständige ladet auch wieder anständig auf. Aber ich kann jetzt nicht jeden Tag eine Stunde mit dem Auto durch die Gegend fahren, um eine Batterie aufzuladen. Das geht natürlich nicht, das kann man natürlich vergessen. Die Batterie hat im Moment einen Stand von 30%. Ja, das ist ein bisschen wenig. Ja, aber wie ein Handy oder wie sowas hier kann man ohne weiteres aufladen, auch bei so einem Stand von 30%, denn es lädt nur mit 10 Watt hoch. Das ist kein Problem. Beim Handy ist das gleiche, nur bei einem PC wie so etwas hier braucht das wesentlich mehr.
Das braucht, wenn es im Betrieb ist, braucht es 70 Watt. Ja, was ist los? Ist alles okay? Ja, kommt bestimmt wieder mal jemand, einer da vorbei. Keine Ahnung. Da melden sich die Hunde natürlich. Ja, auch solche Lichtleisten hier, die ich hier habe. Wenn ich die auflade, pro Lichtleiste 3 Watt. Und die haben eine Helligkeit, die ist ganz ordentlich. Also die ist nicht schlecht. Kann man ohne weiteres mit der Batterie bei so einem Stand immer noch aufladen. Da gibt es keine Probleme. Natürlich, wenn man jetzt andere Geräte hat, wie eine Stichsäge, die ich doch schon mal, oder so, also eine Schleifmaschine oder sonst irgendwas, das kann ich im Moment jetzt nicht machen. Ja, das ist das große Problem jetzt. Das Stromproblem, das wir jetzt im Moment haben. Ich muss mir überlegen, für die nächste Zeit noch eine andere Möglichkeit zu suchen. Irgendwie noch ein Ersatz. Es gibt noch andere, ja, Komplettlösungen an Solaranlagen, die man nutzen kann, die auch bei bewölkten Tagen aufladen. Das kann man mit so einem mobilen Solarpanel, kann man das völlig vergessen. Dieses Panel lädt bei bedecktem Wetter an die 10 Watt. Mehr ist das einfach nicht. Ja, das kann man also vergessen. Das bringt einfach nichts. Ja, es gibt also auch andere Solaranlagen, die noch bei bewölktem Wetter noch irgendwie noch ordentlich noch was reinkriegen. Ja, und da muss man sich überlegen, was man da jetzt macht. Es gibt eine andere Möglichkeit: Stromgenerator. Ja, dann hantiert man wieder mit so einem Ding rum, ne, das kennt man ja, muss man ziehen, wie ein Rasenmäher und mit Sprit und so weiter. Und darüber kann man eine Batterie laden. Ist eigentlich sinnlos, ist eigentlich Quatsch. Aber das wäre dann eine Notlösung, für eine Batterie aufzuladen, wenn so etwas mal eintritt. Wenn im Sommer so etwas passiert, dann ist es einfach egal. Im Sommer lädt die Batterie ruckzuck, habe ich eine Batterie in ein paar Stunden voll. Das ist ja kein Problem. Aber jetzt zu der Zeit, bei so einem Wetter, wo die Sonne etwas weniger scheint, dann, wenn so eine Batterie auf Null geht, dann gibt es ein großes Problem. Und das ist jetzt eingetreten. Ja. Und deswegen kann ich jetzt nur einen Film machen, so wie der jetzt hier. Ohne Musik, ohne Vorspann. Ja. Und mal gucken, wie lange das jetzt anhält. Gucken, was ich nächste Woche machen muss, ob ich einen Film hochladen kann oder nicht. Dann machen wir das nächste Woche natürlich wieder so. Mal gucken, was wir machen. Ja, auf jeden Fall, mit Filme drehen geht es auf jeden Fall weiter. Also es gibt keinen Stillstand. Hier habe ich jetzt noch eine schöne Petroleumlampe hier stehen. Also das ist auch eine schöne, optimale Lösung, wenn man keinen hat. Also ist wirklich sparsam. Ist auch sehr, man riecht nichts, also ist also sehr angenehm. Also gibt ja auch manche Lampen, die stinken richtig schon nach Petroleum und so. Das ist hier gar nicht der Fall. Also ist wirklich auch eine schöne Möglichkeit, ohne Strom zu leben. Ja, so sieht die ganze Geschichte aus. Ja. Das ist unser Problem für diese Woche. Ja. Es ist kein Beinbruch. Man hat Einschränkungen. Licht haben wir da durch die Lichtleisten. Also wir sitzen nicht im Dunkeln. Licht. Ja, Internet, alles funktioniert tadellos. Und da wird es auch keine Probleme geben. Ja. Soweit jetzt der Stand für diese Woche. Unser Stromproblem. Diese Dinger hier, diese Powerstation, das ist eine super Sache. Aber man muss aufpassen, wo man es hinstellt. Keine elektronischen oder metallischen Gegenstände sollte man davon fernhalten. Ja. Okay. Soweit jetzt für diese Woche bei Selbstversorgeralltag in Ungarn. Wir sehen uns die Tage wieder.